Moin Moin, und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Dark Souls auf der Switch. So, wir befinden uns immer noch unten in Kelaks Sphäre. Hier ist ihre Schwester da hinten, wo wir drin waren. Das Leuchtfeuer wollte ich nochmal antippen, damit wir zumindest mal da wieder anfangen. So. Und ja. Dann gehen wir jetzt hier weiter und schauen mal, ob wir bei den Dämonen nicht doch eine Abkürzung finden oder sowas. Beim letzten Mal habe ich nicht getraut, hier runter zu gehen, aber das machen wir jetzt trotzdem einfach mal. Denn ich habe versucht, wirklich so, ich habe versucht, zurückzugehen, aber das ist doch ein ellenlanger Weg und man hätte die Abkürzung nehmen können. Aber ich denke, wenn wir jetzt hier sind, oh, guck mal, wir nehmen dieses Leuchtfeuer hier. Als wir jetzt sterben sollten, ist natürlich kein weiter Weg. Aber wir sind dann gleich wieder hier, was natürlich super ist. So, wir müssen jetzt da runter. Können wir vielleicht runterrutschen ein bisschen? Ein bisschen Leben verloren, wie ich gerade gesehen habe. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, und dann gehen wir jetzt auch mal durchs Portal und schauen mal. Vielleicht gibt es ja noch eine Abkürzung hin. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es keine Abkürzung nach oben gibt. Deswegen fangen wir an, die zu suchen. So, ich hoffe, ihr seid bereit. Hoch. So. Gehen wir durch das Tor. Okay. Bild davon. Wir nehmen mal hier das Feuerschild. Das sind doch auch irgendwelche Viecher, ne? Was sind das? Und sind irgendwelche Dämonen. Könnt ihr die sehen? Das ist nicht so schön. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Das werden wir herausfinden. Mache ich wieder zurück. Nein. Okay. So. Mal gucken. Wir haben schon etliche Bosse erlegt. Nächster Boss ist ja auch gar nicht so schwer. Okay, der ist riesig. Ich gehe mal hier längs kurz. Ich habe auch einen Weg. Was anderes zu entdecken. Hier kann man noch mal ein bisschen größer sehen. Ja, ich habe leider keinen Pfeil und Bogen. Ein riesen Monster. In Der ist mal ganz schön groß. Aber der macht gar nichts. Kann ihn nicht mal treffen, glaube ich. Vielleicht kann man ja auch. Was? Da liegt noch eine Leiche. Da kann man was mitnehmen. Leiche plündern. Okay, jetzt. Okay, dann rennen wir dahin, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Weil ich glaube, hier haben wir nicht so viel Platz zum Kämpfen. Gehen wir hier hin. Verstecken wir mal hier zwischen den Steinen. Schnell, schnell, schnell. Oh! Das war nicht sein Ernst. Shit. Schnell was trinken. Und laufen. Hier irgendwo hinlaufen? Hier rennen wir hier runter. Oh, der kommt! Shit. Kann ich da irgendwo. Ey, der kommt, der ist aber verdammt schnell. Okay, ich komme hier komme ich auch nicht weiter, ne? Wir müssen uns gleich an ihm vorbei. Komm ich hier wieder raus? Oh. Da sitzt er. Komm her, du. Nichts von mir, ein paar. Okay, richtig viel Schaden machen wir leider nicht. Muss warten. Hä? Was soll das denn?
Okay, ist der Start. Na, 20.000 Seelen kriege ich auch trotzdem. Aber das war wahrscheinlich gar nicht so ein richtiger Gegner, sondern das war eher so ein. Das war wahrscheinlich eher so ein Viech, was man töten musste, damit diese Lava hier erstarrt. Und da hätte man hauen können, wie man wollte. Das ist wahrscheinlich so ein Event oder sowas. Der stirbt so oder so und dann kriegt man. Also ich weiß ich nicht, aber ich denke mal, es ist wie so ein Schalter umlegen, ne? Hätte ich wahrscheinlich auch vorne gleich schon zwei, drei Hiebe geben können, dann wäre tot gewesen. Und dann ist vorbei. Dann sieht man ja, ist der Boden hier erkaltet und jetzt kann man auch rüber zu diesen Dämonen, die vorher da im Feuer standen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen mal hier oben längs. Vielleicht liegt da ja oben was bei den Dämonen. Wir gehen mal hier durch. Aber so wie der mit Lava gespuckt hat, hätten wir auch kaum Chancen gehabt. Viel zu sehen ist hier nicht. Ich dachte, der macht irgendeinen Weg frei oder so. Hier hinten was freigekommen? Links? Nö. Ja. Okay, das war also wirklich nichts Besonderes, sondern einfach nur so ein. Ja. So eine Art Schalter, ne? Um dann nochmal irgendwas zu schaffen. Beziehungsweise nicht um was zu schaffen, sondern um diesen Weg da freizuschalten. Aber war furchteinflößend, war da auf jeden Fall. Also das haben die gut gemacht. Man kriegt da wirklich Schreck und läuft weg, weil man einfach nicht sterben will. Was ja Quatsch ist, ne? Man läuft immer weg vor den Gegnern. Aber irgendwann ist ja zu Ende, weil man kann durch dieses Nebeltor ja eh nicht durch. Und ja. Also wenn es jetzt echt ein richtiger Gegner gewesen wäre, hätte er mich natürlich komplett platt gemacht da. Und ich wäre Matsch gewesen, ne? Aber dadurch, dass da keiner war. Bin ich halt nicht platt. Und liegt eine Seele. Oder beziehungsweise jemand, der vielleicht eine Seele hat. Vielleicht auch eine Rüstung. Mal, ob wir da runterkommen. So, diesen Weg. Also 30.000, das heißt, wir können auf jeden Fall mal ein bisschen. Auf jeden Fall ein bisschen was einsetzen gleich. Diese. Jojo. Aber damit spielen sie, ne? Mit so ein bisschen Angst hier spielen die schön und schon ein Spiel, weil ab und zu geht man durch Nebeltoren, passiert gar nichts. Dann sitzt man da auf einmal. Ist einfach nur eine weitere Tür, wo man durchgegangen ist. Und ab und zu ist es so, dass man denkt: Heidewitzka, jetzt kommst du nicht mehr zurück. Jetzt musst du den Boss besiegen, wenn nicht, bist du tot. Und dann steht man da mit seinen 50.000 Seelen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da runtergehen sollten. Ich weiß nicht, wie stark die da unten sind. Können wir natürlich mal testen. Aber vielleicht setzen wir erstmal unsere Seelen ein. Wo es testen. Nicht, dass wir gleich schon draufs gehen. Dann müssen wir die jetzt wiederholen. Und das muss ja auch nicht sein. So, rennen wir da hoch. Wieder jemand in der Luft. Okay, aufsteigen. Was machen wir? Machen wir mal die Qualität ein bisschen höher. Und vielleicht die Ecke. Gar nicht. Jens? Beweglichkeit auch. So. Zack. Gut. So, sollen uns die Gegner mal unten angucken? Ich sage ja. Nicht so viele. Wir kriegen nicht mal eingekillt. Trotzdem testen wir es mal. Boom.
Auf jeden Fall ein langer Weg darunter. Aber wenn schon alles erkaltet ist. Kann man sich das ja auch mal anschauen. Da sind aber ganz viele, aber da hinten war einer nur. Machen wir es erstmal mit nur einem. Ich weiß nicht, ob ich hier drauf rumlaufen kann, ob das noch immer zu heiß ist. Testen wir gleich mal. Hier rüber. Da hinten liegt auch eine Seele. Und da ist auch so ein Gegner. Vielleicht können wir jetzt mal testen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt sterben, wenn wir hier rauf gehen. Auf jeden Fall ein Gegner. Der auch mal zwei fette Keulen schwingt. Seele eines Kriegers? Okay. Oder mal kommen hier. Oh. Okay. Kann auf jeden Fall abwehren. Schon mal gut. Okay. Natürlich dumm. Mach schnell was. Das war natürlich richtig bescheuert. Machen wir was? Ah, der trifft mich sofort. Der Blöde. Oh, oh. Verdammte Axt. Das war's. Oh ne, doch nicht. Irgendwas? Oh, kacke, ey. Okay. Gar nicht erwischt. Mann, ey. Der ist aber ganz schön stark. Och, fick dich doch, du Scheißteil. Okay, okay. Der ist wirklich stark. Jetzt müssen wir den Intelligenten. Ist aber gar keine Flakons mehr, aber. Irgendwie. Fuck dich. Natürlich dumm. Ah, das Ding können wir nicht blocken. Okay, ist gut zu wissen. Okay. Okay, das war dumm. Aber den versuchen wir gleich nochmal, glaube ich. Ich glaube, wenn man so ein bisschen Taktik, kriegt man den hin. Eieiei, du, der hat aber auch ein paar Prügelschläge drauf, du. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die Heidewitzka, du, der haut aber rein. So, nochmal hin. Da runter, ne? Mein, oh, da unten ist es. Aber dann können wir jedenfalls alle Seelen wieder einsammeln, das ist natürlich sehr schön. Haut ja aber. Dann muss ich mal gucken, wie wir den am besten bezwingen. Ich wollte eh mal gucken, ob ich nicht hier nochmal eine Waffe reinpacken kann. Macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Nutzen das Schwert weiter. Ja, wo man kann man... Achso, ja, ich habe hier so ein... Pyromanie. Glaub bloß leider. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Achso, wir müssen einmal hier oben. Müssen wahrscheinlich einmal kurz, damit wir 10 Flaschen haben, müssen wir einmal die Menschlichkeit erholen.
Macht, glaube ich, Sinn, das hier oben zu machen. Oh, guck mal, hier haben wir jetzt Feuer. Bringt. Schon wieder was. Schießen. Okay, bringt gar nichts. So, wenn wir mal kurz hier den Dingern Menschlichkeit holen. Wir haben zwar Menschlichkeit unten liegen, aber dann kommt der Typ ja gleich schon wieder, deswegen müssen wir die einmal hier. Ja, also haben wir auf jeden Fall noch ein paar Menschlichkeiten. Da machen wir mal zwei. Und umdrehen. Und entfachen auch gleich, damit wir genug haben. So, 10 haben wir jetzt. Dann kommen wir weiter. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt werden wir den platt machen unten. Den garstigen Bruder. Der haut schon ganz gut zu. Aber wir können ihn ja so ein bisschen blocken. Man muss ja echt nur gut ausweichen. Dann kriegt man den auch klein. Aber der hat schon ganz gut Power. Das muss ich zugeben. Das hat er wirklich. Noch direkt gleich. Wird gleich verbrennen. Genau, da hinten liegt unser Zeug. Jetzt noch schnell. Kommt er wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, was er bewacht da hinten. Aber jetzt hat er leider meinen Ehrgeiz gepackt. Ich will ihn tot sehen. So, kommt er schon? Aber hier ist auf jeden Fall irgendwo da hinten. Wir können auch mal hinlaufen da, aber wäre, glaube ich, fatal. Wir müssen ihn, glaube ich, wirklich erledigen. Sonst wird das alles. So, wir holen ihn mal ein bisschen ran hier. Da. Jetzt er auch immer gleich trifft, ne? Doch wahnsinnig. So, komm mal her. Weg jetzt aber. Jetzt aber weg hier. Oh nein! Oh, was für ein Monster. Oder? Der ist ganz schön hart. Kriegen wir den dann platt? Wie kriegen wir den platt? Der knüppelt echt ordentlich rein, da muss ich sagen. Gefällt mir gar nicht. Also, stärker als sonst ein Boss, finde ich irgendwie. Weil man da wirklich besser kämpfen muss. Muss man mal sein Muster angucken, wie er genau kämpft. Um dann vielleicht auch leichter. Aufgerutscht. So. Ist ja auch nicht weit zu ihm hin, Gott sei Dank. Aber es ist schon sehr nervig. Bis wir unsere Sachen mal wiederholen können. So, komm her. Probieren es nochmal. Und so hier hinten wieder. Also, hier ist viel Ausweichen gefragt. Ich versuche hinter ihn zu kommen, ihn zu schlagen. Aber es ist gar nicht so einfach, weil er haut ja wirklich. Hat drei verschiedene Dinge. Einmal einfachen, dann eins dann links, rechts und einmal den Doppelten. Und den Doppelten, den kann ich überhaupt nicht abwehren. Liegt einfach nur am Boden. Oh. Okay. Och Mann, das ist so beschissen, dass er den auch seitlich kann. Dass er den seitlich kann, ist doch richtig scheiße. Wie kann er das? Hohoho. Wissen wir schon mal, dass das ein etwas schwieriger Gegner ist. Willst du noch einmal probieren? Und wenn wir es dann nicht schaffen, dann lassen wir es. Dann gibt es noch eine Option. Gar nichts.
Nee, das muss ja möglich sein. Der ist ja nicht. Der kann doch nicht sein. Der ist ja so schwer. Nervt mich ja zu Tode. Zu Tode nervt mich das. Ja, der ist sackschwer. Einfach nur, weil er auch so weit springen kann. Ja, wir testen es auch. Oh, wir haben schon Leben verloren. Naja. Merzbar. Feuer. Der bewacht doch irgendwas da hinten. Der muss mindestens 50.000 Seelen geben. So. So. Gucken wir mal. Das ist, guck mal, da bin ich. Da muss. Da muss man echt weg sein, wenn er dieses Ding macht. Das ist unmöglich. Oh. Nun gut, ich gebe es auf. Den nehmen wir nachher nochmal in Angriff, und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.